und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Viel Spaß dabei! In ein paar Sekunden sehen konnte. Wieder auf Baltrum. Es sind nämlich Osterferien. Und ich nehme euch einfach jetzt wieder, wie beim letzten Mal, die 2 Wochen, die ich hier bin, mit und mache daraus einen kleinen Vlog. In der Zeit drehe ich natürlich auch noch andere Videos, die dann immer wieder versetzt in den nächsten Wochen kommen. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit in den Urlaub nehmen. Hier wohnt bestimmt irgendein unfassbar monströses Tier drin. Ich würde ja gerne mal wissen, wie tief das ist. Weil das sieht, also ich finde, das sieht ziemlich gruselig aus. Ich will's gar nicht wissen, du, was da drin ist. Ich will's gar nicht wissen. Das Wetter ist einfach unfassbar scheiße. Ich hoffe ja mal, dass morgen das Wetter wieder schöner wird, dass man auch mal wieder ein bisschen besser am Strand entlang gehen kann, ohne dass man direkt klitschnass ist und durchgefroren. Ich trete mal den Rücken an. Hier so nah am Hafen, 3 Rehe ist, ich hab's noch nie gesehen. Verhältnismäßig zu den letzten Tagen richtig warm. Der Wind ist wirklich hier im Dorf komplett weg. Und jetzt gehe ich erstmal an den Strand und guck mal, wie die Lage da so ist. Das Wetter ist einfach perfekt. Hat man gesagt, es kann nur noch besser werden. Das Meer ist fast spiegelglatt. Ein paar Wellen sind da. Der Strand ist leer. 3 Leute. Okay, 3 Leute. Sonne. Und ich wandere jetzt erstmal ein bisschen entlang. Thank you.
ein Wattwurm. Der hat hier solche kleinen Puschel, die er bewegt, um vorwärts zu kommen. Hab gerade einen Seestern gefunden, hab lang keinen mehr gesehen, aber dieser hier ist leider schon tot. Den legen wir wieder dahin, wo er lag. Also wer vorbeikommen möchte, ich habe mir einen Strand gekauft. Da steht nur noch meine Mutter, da ist mein Bruder. Und sonst traut sich anscheinend keiner mehr auf meinen Strand. Da kommen die Leute auf meinen Strand, also das geht jetzt gar nicht. Da sind ganz hinten Leute. Einmal kurz barfuß durchs Wasser laufen. So, wir waren jetzt gerade am Strand. Jetzt gehen wir gerade hier durchs Dorf zurück und dann geht's noch mal raus. So, wir gehen jetzt hier am Strand wieder schön zurück und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und der nächste Tag. Wetter ist immer noch genauso schön. Es ist nur ein bisschen kälter geworden und wieder viel windiger. Aber solange das Wetter noch so schön bleibt, ist es sowas von egal. Wir warten jetzt hier auf das Schiff, dass es jetzt gleich kommt. Und dann
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Hier hinter diesem Häuschen am Hafen ist gerade echt ein richtig schöner windstiller Platz. Deswegen stehe ich jetzt hier. Eigentlich wollte ich da hinten zu den Booten auf den Steg gehen, da irgendwas drehen. Aber das hat dann nicht so geklappt, weil es nicht so spannend war. Deswegen stehe ich jetzt hier und mache nichts. Das Wetter hat einmal komplett wieder umgeschlagen. Es ist wieder richtig scheiße jetzt wieder. Die Sonne ist weg. Der Wind ist wieder in voller Fülle da. Hier im Dorf ist jetzt ein bisschen geschützter. Und ich gehe jetzt nochmal Richtung Hafen. Wahrscheinlich wird das jetzt in Mittag immer wieder stürmiger und stürmiger. Und mit Sonnenschein beende ich auch schon dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt es genossen, das Video. Ich kann euch ein bisschen mit in den Urlaub nehmen. Ich verabschiede mich für dieses Video, aber ich würde sagen, wir sehen uns in einem weiteren Video, das entweder hier auf der Insel stattfindet oder wieder zu Hause am Festland im Wald. Bis dahin. Tschüss. The world seems small. We can sit together.